Wir kommen zu unserer ersten Kategorie, das Grimme Online Award 2015. Es ist die Kategorie Information und das hier sind unsere Nominierten. Nominiert in der Kategorie Information sind das Informationsportal über Essstörungen, Anorexie, heute sind doch alle magersüchtig. Die Auslandsreportagen von Journalistenschülern auf Apropos Kosovo. Der Newsletter Checkpoint von Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold. Die Multimedia-Langzeitreportage Jeder Sechste ein Flüchtling über ein Erstaufnahmelager in einer Kleinstadt. Die intensive Recherche MH17, die Suche nach der Wahrheit nach dem Absturzgrund von MH17 in der Ukraine. Das Lokalblog Neuköllner.net mit vielfältigen Informationen aus dem Kiez. Das Magazin Substanz, das ganz anderen Wissenschaftsjournalismus macht. Und das Special über Pränataldiagnostik, Wer darf leben, das auch in leichter Sprache erschienen ist. Und ich darf schon mal... Jetzt freuen sich alle gleich noch mehr, denn ich darf schon mal die gute Nachricht überbringen, dass es in dieser Kategorie mindestens einen, vielleicht sogar mehrere Preise gibt. Und deswegen haben wir auch einen Paten eingeladen. Den kennen die meisten als Moderator im ZDF. Da moderiert er die wunderbare Sendung Aspekte. Hier ist Tobi Schlegel. Tobi, dich kennen die meisten als Fernsehmensch, ja. Bist du ja auch. So, jetzt ist natürlich diese Internetwelt ist noch mal um einiges größer als die Fernsehwelt. Kriegst du denn als Fernsehmensch überhaupt mit, was da alles im Online-Bereich publiziert wird? Na, es ist ja nicht so, dass diese beiden Welten, das hatten wir eben schon als Thema, nichts miteinander zu tun hätten. Ich bin tatsächlich ein politischer Nachrichten-Junkie. Und bin deshalb im Netz unterwegs, immer auf Twitter und auf diesen ganzen Nachrichtenportalen und gucke mir da an, was fast zeitgenau passiert in der Welt. Also ich bin nicht auf irgendwelchen YouTube-Kanälen unterwegs, wo Kosmetika in die Kamera gehalten werden. Okay, also du bist eher der Beobachter. Bist aber, hast du auch schon gesagt, du hast diese Basics, die Social Media Basics, Facebook-Seite, Twitter. Ja. Wie wichtig sind dir denn da also als Moderator, gefällt mir Klicks? Naja, also so groß ist mein Ego nicht, dass ich da jeden Klick zähle. Ich mache das eher, damit kein anderer es macht, also da soll kein Management dahinter stehen, sondern ich will mich einmischen und ich will diskutieren. Also das Wichtigste für einen Moderator ist ja sozusagen Feedback und das ist das Tolle bei Twitter, nach einer Sendung kann man sofort gucken, ist was passiert, haben sich Menschen aufgeregt oder eben nicht. Und es gibt sogar so eine kleine Verbindung, habe ich gemerkt, wenn es ganz viele Tweets gibt nach einer Sendung, ist die Quote meistens gut am nächsten Tag. Ah. Wenn es wenige Reaktionen gibt, dann muss man am nächsten Tag gar nicht in den Videotext gucken. Okay, also ich verstehe es so, du bist nicht der Typ, der gerne sein Abendbrot bei Facebook postet. Nee, das nicht, sondern ich reagiere eher. Also ich will mich einbringen. Andere bringen sich ein und pöbeln rum, das will ich auch. Okay. Heute wird nicht gepöbelt?